Heute sind wir auf dem Gebiet der Stadt Kaiserslautern unterwegs und besuchen die Westpfalz mit der Ortschaft Hohenecken. Dort werden wir uns auf dem Schlossberg die Ruine der Burg Hohenecken ansehen. Von der einstigen Burg, die wohl vermutlich zu Zeiten von Kaiser Barbarossa in der Mitte oder am Ende des 12. Jahrhunderts erbaut wurde, sind heute nur noch einige Überreste erhalten. Beim Überfliegen der Burg sehen wir eindrucksvoll die Reste der Burg mit ihren dicken Mauern in unserer Drohnenaufnahme. Man erkennt die Ober- und Unterburg mit dem Zwinger. Die Burg war nicht sehr groß. Sie steht auf einem Bergrücken und hat die Abmessung von ca. 100 x 60 Metern. Sie wurde im Baustil der Staufer erbaut, was hier auch eine Besonderheit darstellt. Die hohe und breite Schildmauer und der fünfeckige Bergfried in der Ruine dominieren das Bild und zeigen die Wehrhaftigkeit dieser ehemaligen Wohn- und Wehrburg. Kriege und Aufstände im 16. und 17. Jahrhundert zerstörten die Burg. Besucher können nach einem steilen Aufstieg die Burg zu festen Zeiten besichtigen und einen weiten Ausblick genießen, besonders in den Wintermonaten. Ein Besuch lohnt sich auf der Ruine Burg Hohenecken. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Danke, dass Sie zugeschaut haben.